Danke, Herr Präsident. Ich denke, wir sollten dieses Strahlenschutzgesetz etwas differenzierter diskutieren hier. Es stimmt, es gibt eine Verwaltungsvereinfachung, was die Konzentration der Verwaltungsverfahren bei den Landeshauptleuten betrifft. Früher waren das rund 100 BHs, jetzt ist es der Landeshauptmann. Positiv, kann man unterstützen. Was man aber nicht unterstützen kann, ist die Verlängerung der Prüfintervalle, weil sie an sich in sich unlogisch sind, dass man beim Zahnarzt den Prüfintervall dieser Röntgengeräte von 2 auf 4 Jahre erhöht. Ja? Es ist jener mit der geringeren Ausbildung, was den Strahlenschutz betrifft, aber bei den Radiologen, die eine höherwertige Ausbildung haben, was den Strahlenschutz betrifft, die Überprüfintervalle von 2 auf 3 Jahre nur erhöht. Also an sich ein sachlicher Widerspruch, den auch jeder nicht, sage ich mal, Strahlenschutztechniker versteht. Das ist nicht logisch. Daher glaube ich, dass dieses Gesetz durchaus geprägt war auch von Lobbyisten, dass man auch interveniert hat, dass man die Prüfintervalle möglichst lange ausdehnt, um sich Kosten zu sparen und das Ganze, und das ist der Kern, auf den Rücken der möglichen Gefährdung der Patienten, der Gesundheit der Menschen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist das, was wir nicht haben wollen. Und da bin ich dann bei der SPÖ. Ich habe immer darauf gewartet, ob es eine Differenzierung gibt. Verwaltungsvereinfachung, ja. Schutz der Gesundheit, Schutz der Patienten, nein. Also wer diesem Gesetz zustimmt, der gefährdet die Gesundheit der Menschen. Und witzig ist ja dann, wenn man sich die Stellungnahme des Gesundheitsministeriums dazu ansieht. Und das ist Gesundheitsressort, glaube ich, Minister Stöger, bei der SPÖ angesiedelt. Der schreibt dann sinngemäß zurück über sein Ressort, er sieht das Ganze sehr positiv, Betonung auf sehr positiv, und hat keine Anwendung. Also es wird weniger geprüft, damit die Patienten eine höhere Gefahr ausgesetzt, und das hat auch die Arbeiterkammer aufgezeigt. In der Schweiz etwa gab es 17.000 Kontrollen. Von diesen 17.000 Kontrollen hat man bei 350 Anlagen die Bewilligung entzogen, ja, weil sie nicht entsprechend gewartet worden sind, weil sie letztlich gesundheitsgefährdet waren. Das ist jede 50. Anlage. Das heißt, bei jedem 50. Zahnarztbesuch sind sie durchaus in Zukunft auch Gefahren ausgesetzt. Daher, wenn Sie eine Partei sind, die Gesundheit nicht nur im Programm trägt, eine Partei sind, die Gesundheit auch lebt, und wenn den Schutz der Menschen etwas tun will, dann müssen Sie das Gesetz in der jetzigen Form ablehnen. Dieser Wille ist sehr sachlich.